Hallo Borgheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze. Ja, böse Zungen haben behauptet, es wäre richtig heiß hier draußen. Ich krieg davon gar nichts mit. Hier ist es richtig angenehm, tolle Temperaturen, ich fühle mich hier richtig wohl. Die Feuerwehr sieht es anders. Schon ab und zu die Sirene gegangen, Waldbrandwarnung Stufe 5. Passt auf draußen im Wald, lasst das Rauchen sein. Grillen ist auch wieder verboten, es sei denn, ihr habt einen coolen Gasgrill, so wie ich. Aber ich bin natürlich auch hier. Mir gefällt es hier richtig drin. Und aber ich glaube, die andere Sendung machen wir nachher im Trockenen weiter. Ich tauche jetzt erstmal ab. Aber vorher brauche ich noch ein frisches Luftbier aus meinem frischen Glas. Prost! Bis nachher und tschüss! Ja, schon bin ich wieder aufgetaucht, war schön kühl in meinem Tauchzuber und um das nochmal zu wiederholen, ja, es ist Waldbrandgefahrenstufe 5, sonst werden wir wieder korrigiert. Das heißt natürlich nicht mehr Waldbrandwarnstufe, sondern Waldbrandgefahrenstufe und eben ist die Feuerwehr schon wieder durchgefahren, also bitte denkt dran. Dann kommen wir zu den Nachrichten an diesem Montag. Wir fangen an mit der DLRG-Ortsgruppe Borgheide. Die bieten nämlich wieder einen Seepferdchenkurs an im Sommer. Und zwar die Kurse sind vom 17.06. bis 28.06. von 17.10 Uhr bis 17.55 Uhr. 17.06. bis 28.06. von 18.10 bis 18.55 Uhr. Und vom 1.07. bis 12.07. von 17.10 Uhr bis 17.55 Uhr. Es werden drei Kurse, zwei Wochen, für jeweils maximal 10 Teilnehmer pro Kurs angeboten. Der Kurs kostet pro Teilnehmer 120 Euro. Alle weiteren Informationen findet ihr auf dem Anmeldeformular, das ihr nach der Anmeldung eures Kindes bei Anita Färber unter E-Mail Schwimmenlernkurs 2019 borgheide.dlrg.de zugesandt bekommt. Voraussetzung für die Teilnahme ist natürlich Mindestalter 5 Jahre. Stichtag ist das Geburtsdatum. Anerkennung der Vereinbarung bezüglich der Schwimmausbildung. Mitzubringen sind Badeanzug, Badehose, Badelatschen, Bademantel, Badehandtuch und die Verbindlichkeit ihrer Anmeldung. Um einen möglichst optimalen Erfolg bei der Ausbildung zu erlangen, haben wir die Anzahl der Kinder je Kurs begrenzt. Wir behalten uns das Recht vor, Kinder für einen bestimmten Kurs abzuweisen, wenn dieser bereits voll ist. Erst wenn sie eine Bestätigung durch uns für den jeweiligen Kurs erhalten haben und der Kostenbeitrag per Überweisung bezahlt wurde, ist die Anmeldung verbindlich. Der Platz im Kurs dann fest zugesichert. Ja, ihr könnt es hier auch nochmal nachlesen und wie gesagt, alles Weitere erhaltet ihr bei Anmeldung über die E-Mail-Adresse. Ja, dann ist noch der besondere Abend, diesmal am Pfingstsamstag. Wie ihr wisst, ist das gar nicht mehr so lange hin, nämlich nächstes Wochenende schon. Ist wieder langes Wochenende angesagt. Jedenfalls Pfingstsamstag kommen zu den Themenabend der besondere Abend. Diesmal mit Lulu Reinhardt, Julia Lonskaya, Daniel Stelter in der Mensa der Hans-Grade-Schule vom rückwärtigen Eingang der Schule Rotgießer Straße aus. Die bringen ein ordentliches Gitarrenkonzert, alle drei zusammen. Und die waren ja schon mal in Borgheide. Ich glaube, Lulu Reinhardt, Daniel Stelter zusammen und Julia Lonskaya war schon mal mit einem anderen Thema hier in Borgheide gewesen. Jedenfalls bringen die am Pfingstsamstag ein ordentliches Konzert in der Mensa der Hans-Grade-Schule. Wer da dran teilnehmen will und nicht gerade in Urlaub gefahren ist, ist natürlich gern gesehen. Dann kommen wir noch zum Sport. Wir haben noch ein kleines Filmchen vom Bockwurstpokal. Da ging es um zwei Tage diesmal, die wir zusammengefasst haben. Und was da los war, seht ihr jetzt hier. Hier nun noch eine Zusammenfassung der letzten beiden Läufe des Bockwurstpokals aus Jessen vom 12.05.2019. Die Streckenverhältnisse am Vormittag waren etwas schlammig und es standen teilweise noch Pfützen auf der Strecke. Am Nachmittag jedoch zu den beiden Läufen war die Strecke bereits abgetrocknet und die Fahrer hatten optimale Bodenverhältnisse. Hier waren jedoch nur Philipp und Marcel aus Borgheide am Start. Robert konnte aufgrund der Teilnahme an einer Veranstaltung der Landesmeisterschaften nicht teilnehmen.
Beim ersten Lauf des Bockwurst-Pokals Jugend legte Philipp einen eher schlechten Start hin und kämpfte sich aber im weiteren Rennverlauf auf Platz 2 vor. Leider zwang ihn ein Motorschaden dazu, das Rennen vorzeitig zu beenden. Somit gab es keine Punkte in diesem Lauf. Der erste Lauf Hobbyklasse Marcel ging nach dem Start direkt auf den dritten Platz, konnte sich sogar bis zum zweiten Platz vorkämpfen, konnte sich dann bis zur Mitte des Rennverlaufs im vorderen Feld halten, wurde dann aber wie gewohnt durch Konditionseinbruch bis auf Platz 14 durchgereicht. Zweiter Lauf Jugend. Philipp ging mit dem Motorrad seines Vaters an den Start, welches ihm allerdings deutlich zu groß war. Startete er vorsichtig und kam als letzter aus dem Gatter, konnte er jedoch mit einem für diese Verhältnisse guten sechsten Platz das Rennen beenden. Der zweite Lauf Hobbyklasse Marcel konnte sich nach dem Start die dritte Position sichern und auch wieder bis zur Mitte des Rennens im vorderen Feld mitkämpfen. Die bekannten Probleme setzten etwas ein und er landete auf dem 10. Platz. Am 1.6. hatte der Bockwurst-Pokal in Wietstock stattgefunden. Philipp konnte durch eine Handverletzung nicht am Rennen teilnehmen. Die Fahrer hatten aufgrund starker Staubentwicklung mit schlechter Sicht zu tun. Der erste Lauf Hobbyklasse Marcel konnte als Sechster aus der Kurve kommen, konnte diesen auch gut halten. Nach ungefähr der 6. Runde gingen die Konditionen nach und nach von ihm und er beendete das Rennen als 10. Der erste Lauf Sportklasse Robert platzierte sich am Anfang des Rennens auf der 3. Position. Allerdings wurde der Anfangsführende auf dem Platz 3 durchgereicht und Robert beendete das Rennen als 2. Zweiter Lauf Hobbyklasse Marcel legte einen eher schlechten Start hin, konnte aber auf die Spitze aufschließen, wurde wieder bis zum Ende des Rennens durchgereicht und kam auf einen etwas besseren 9. Platz ins Ziel. Zweiter Lauf Sportfahrer Robert konnte direkt nach dem Start in Führung gehen, musste die Führung allerdings einige Runden vor Rennende wieder abgeben. Robert platzierte sich also auf dem 2. Platz. Er lieferte somit an diesem Renntag eine gewohnt starke Leistung. Vielen Dank an die Veranstalter für diese tolle Rennveranstaltung. Ja, schon eine heiße Sache. Mal regnet es, mal ist es wirklich heiß und wenn die mit den Mopeds dort unterwegs sind, dann staubt es halt schon mal ordentlich und man kann sich auch mal den einen oder anderen Finger verstauchen. Und Marcel kann man nur ran, Junge, geh joggen, damit du wieder vorne mitfahren kannst. So, auch Fußball war gewesen. Nächstes Wochenende ist ja kein Fußball, weil Pfingsten ist und Auszeit, aber an diesem Sonntag war wieder Fußball mit dem BSV 90, diesmal in Treuenbrietzen. Der TSV Treuenbrietzen 2 hat Borkheide empfangen und zwar auf einem heißen Platz, rund 35 Grad Temperatur. Und es war tatsächlich ein sehr, sehr heißes Spiel gewesen, dass Borkheide mit 1:0 für sich entscheiden konnte. Was der Trainer dazu sagte, könnt ihr jetzt hier sehen, inklusive Zusammenfassung. Bitteschön. Hartmut, herzlichen Glückwunsch zum 1:0. Das war eine richtige Hitzeschlacht gewesen. Dass die Jungs noch so rennen konnten, war ja erstaunlich bei dem Wetter und gab ja so ein paar Diskussionen hier. Sag was zu dem Spiel. Ja, es war das erwartete Spiel, was ich vor dem Spiel der Mannschaft gesagt habe. Heute gewinnt die Mannschaft, die von der Moral her diese Witterungsbedingungen auch annimmt. Ja. Und das haben meine Jungs gemacht, haben sie gut umgesetzt. Sicherlich hat nicht alles reibungslos funktioniert, muss man sagen, aber über weite Strecken haben wir das Spiel bestimmt. In der ersten Halbzeit, also dominant, mehrere Tormöglichkeiten, die wir nicht gemacht haben. Machen dann in der zweiten Halbzeit endlich das Erlösen 1:0, haben danach noch zwei Hochkaräter, die war unglücklich, Außenpfosten immer und dann zweite Mal hat er ein bisschen zu überhastet abgeschlossen. Ja, letztendlich denke ich, hat Treuenbrietzen zwei Chancen gehabt, eine in der ersten, eine in der zweiten Halbzeit, mehr ist nicht gekommen, aber es war trotzdem ein intensives Spiel. Genau. Und von daher bin ich mit der Leistung der Mannschaft zufrieden, haben sich nicht hängen lassen, hat sich keiner gehen lassen, vor allen Dingen aufgrund der hohen Temperaturen, was sicherlich schwer war für alle Beteiligten, nicht nur für die Spieler auf dem Platz, sondern auch für uns draußen auf der Bank. Ja, auch für die Fans, die da im Schatten versucht haben, sich zu erholen. Ja, war natürlich so ein Ziel von der Mannschaft gewesen, die letzten drei Spiele nicht mehr zu verlieren. Treuenbrietzen war der schwerste Gegner. Von der Papierform her. Von der Papierform her und das ist der Mannschaft hier wirklich gelungen. Ja,
das ist richtig. Weil bei Treuenbrietzen ging es eigentlich noch um eventuell dritten Tabellenplatz. Muss man auch mal so sehen. Die haben die Chance, noch Tabellendritter zu werden. Ja. Das ist ja dann auch nicht so schlecht. Und wenn du denn beim, jetzt waren sie Fünfter, trotz alledem beim Fünften mit 1-0 gewinnt, auch der Primus unserer Liga, Niemek, haben auch nur 2-0 hier gewonnen. Von daher denke ich, können wir sehr zufrieden sein mit der Leistung. Ja. Und nächstes Wochenende ist Pfingstwochenende. Pfingstwochenende ist spielfrei. Dann haben wir das letzte Heimspiel zu Hause, 15 Uhr gegen Lenin 2. Ja, okay. Das ist das letzte Heimspiel und dann eine Woche drauf haben wir dann das letzte Auswärtsspiel am 22. nochmal. Das ist Samstag. Ja. Samstag, 22. 15 Uhr in Großkreuz. Ja, da müssen wir nochmal sehen, ob wir den Bus nochmal chartern und dort mit zahlreichen Fans den Abschluss der Saison feiern. Das wäre sehr schön, weil die Mannschaft auch vorhat, nach dem letzten Spiel in Großkreuz anschließend sofort schnellstmöglich nach Burgheide überzuwechseln, um dann auf dem Sportplatz, auf unserem Sportplatz gebührend den Abschluss zu feiern. So ist es. So, das war's. Wie gesagt, 1-0 heute hier in Treuenbrietzen. Ich wünsche dir eine gute Heimfahrt. Dusch dich mal ordentlich. Ja, danke. Ja, vielen Dank, Hartmut. Vielen Dank den Spielern und herzlichen Glückwunsch natürlich nochmal. Wie gesagt, jetzt sind noch zwei Spiele offen. Die sind einmal in Burgheide und einmal auswärts. Am 22.06. ist das letzte Spiel. So, jetzt sind wir eigentlich schon wieder fast durch. Mir fehlt nur noch mein Matze mit seinem Wetter. Matze, was sagst du? Bleibt es so warm? Hallo Lutze, hallo Burgheide, hallo Welt. Es sind 34 Grad um 17.37 Uhr in Burgheide. Morgen werden es bis zu 30 Grad, am Mittwoch nochmal bis zu 34 Grad. Am Donnerstag wird leider ab dem Mittag die Möglichkeit einer, Unwettergefahrenlage bestehen. Es wird sicher hier etwas durchziehen und das trifft auch vermutlich sogar den Seepferdchen, DLRG. Schwimmgruppe im Waldbad Donnerstagnachmittag, also dort aufpassen und rechtzeitig aus dem Wasser raus, wenn das Gewitter kommt. Nach diesem Donnerstag geht es Freitag mit ca. 24 Grad weiter, aber auch die Tage drauf 25 Grad, 24 Grad, also alles in dem sommerlichen Temperaturbereich. Und wie der Lutze vielleicht schon erwähnt hat, denkt bitte dran, kein Feuer im Wald machen, es ist Waldbrandstufe 5 und man merkt es auch natürlich an den Temperaturen. Und bei dem bisschen Regen, was wir hier zwischendurch mal hatten, geht das auch ganz schnell. Ach, noch eins. Waldbad hat auch offen. Und das schöne Wetter hat bisher schon über 1100 Badegäste ins Bad gelockt. Also, die ersten 1000 sind voll. Weiter so. Wir sehen uns im Bad. Tschüss. Ja, offensichtlich. Also können wir uns noch ein bisschen freuen. Sommerwetter auf jeden Fall. Drücken wir mal die Daumen, dass es auch ab und zu zwischendurch regnet, weil das braucht die Natur und auch wir freuen uns, wenn es sich etwas abkühlt. Das war es dann wieder mal hier bei Burgheide News TV am Montag. Wir sehen uns wieder am Montag, aber eigentlich erst am Dienstag, weil Montag, Pfingstmontag ist Feiertag und da sind wir nicht auf Sendung. Also dann am Dienstag nach Pfingsten. Bis dahin alles Gute, wie immer hier vor der Kamera, euer Lutze und tschüss.